einer neuen Folge bei ARK. Unser Parasaurus im Hintergrund scheint eventuell mit ein bisschen Glück noch zu leben. Tinten ist ein bisschen grieselig. Sieht man's? Ne? Das Gras und die Bäume ein bisschen neblig, verhangen. Ganz hinten die Berge. Schön, ne? Und wir haben unser Haus schon mal im Grunde ganz gut fertig. Wohl da hinten, das habe ich mir gemerkt, tatsächlich, ich werde es kaum glauben, eine Strickleiter oder sowas ranmachen. Ich glaube, das müssen wir uns noch freischalten. Ansonsten geht es unseren Tun nicht gut, wahrscheinlich gut. Sehr schön. Und, ach ja, ich habe das, das wollen wir gleich mal schauen. Ich habe das Fadenkreuz jetzt mal in den globalen Einstellungen aktiviert. Wo war denn unser Bogen? Hier. Nur mal so ein Gag. Aber wir haben gar keine Bowler mehr. Juhu. Wisst du Bescheid? Wir holen uns mal noch einen Wachsaurus, wenn es ginge. Das wäre so. Weil es ist gerade. Ich weiß gar nicht, wie lang es noch hell ist, aber. Wäre eine Idee. Ja. Fadenkreuz. Ja. Ja. Nicht, ne? Ich habe es aber globalseitig tatsächlich aktiviert. Wo es jetzt noch ausgeschalten ist? Keine Ahnung. Na gut. Was brauchen wir jetzt wieder dazu? Rohes Fleisch, ne? Na, wo kriegt man wieder rohes Fleisch jetzt her? Und nichts mehr, ne? Doch, wir haben rohes Fleisch. Das ist ja gut. Moment. Was braucht man noch? Schauen wir aber, obwohl, es kommt wahrscheinlicherweise auf dem Level an, ne? Und hier ist übrigens unsere Kühltruhe. Dummkopf. wie war das jetzt mit dem Pfeilen? Ich lege mal rein hier. Ich glaube, wir brauchen erstmal so einen Bait wieder, ne? Ich stemme zwei her. Obwohl, wir brauchen mehr denn noch zum richtigen Nee, da braucht man Fleisch. Richtig? Ich glaube, dann braucht man oder? Was hätten wir denn gebraucht? Hatten wir mehr Baits gebraucht oder mehr Fleisch? Oh, jetzt bin ich mir echt nicht sicher. Ich glaube, wir hatten ich bin hergerannt und habe ich glaube, ich habe Baits, sage ich schon, Köder gemacht. Glaube ich zumindest. Ich stelle mir noch zwei her. Und was brauche ich wieder für einen Pfeil? Ein Steinpfeil, ja, stimmt. Den hätte ich. Ich nehme mir mal. Obwohl, den. So, nee, stört von euch. Ich hab den doch in meinem. So, den habe ich doch. Zeig doch. Da drüben ist doch was. Ich mach mal zwei. Hau die hier rüber. So. Das geht nicht.
Aber das geht. Okay. Okay. So, ja denn. Türen zu. Ich meine, hier könnte noch jeder rauf, ne? Das gebe ich zu. Deswegen Türe zu. Okay. So, wir schauen jetzt mal hier rüber, ob wir vielleicht wieder einen sehen. Oder ob wir am Ende gemeuchelt werden. Ey, haben wir eigentlich noch was zum Essen dabei? Nö. Das ist schlecht. Ich komme nicht los, ne? Haben wir noch was unten im... Oder ich nehme was aus unserer Räucherkammer raus. Heieiei. Bitteschön. So, jetzt aber. Ey, kann ich eigentlich? Wartet mal. Kann ich das hier rausmachen? Nicht, dass wir wieder irgendwas herstellen, was wir nicht wollen. Das ist der unten. Habe ich mal rausgemacht, das wo nach rechts das Steuerkreuz geht und links. Ich glaube, der hat mir das letzte Mal, da hatte ich eine Truhe gebaut, die ich gar nicht wollte. Ich meine, okay, Truhen kann man nie genug haben. Aber trotzdem. So, jetzt brauchen wir nur noch. Jetzt brauchen wir halt nur noch so einen Raptor. Den müssen wir vor allen Dingen sehen. Damit wir einen Pfeil, also nicht erst, wenn er uns auffrisst. Dann ist es zu spät. Wir hätten vielleicht trotzdem unsere Lederrüstung mitnehmen sollen. Nur für den Fall der Fälle. Obwohl, so schnell bin ich nicht mit umziehen. Sieht doch hier wieder so leer aus. Ne? Und plötzlich kommen Tausende. Vielleicht verstecken die sich vor der Hitze. So, hier hat man das letzte Mal einiges rumkrauchen. Momentan sehe ich noch gar nichts. Ist wie ausgestorben hier. Verrückt, oder? Ist die Mittagssonne dran schuld? Hm. Ich will halt auch nicht sterben. Ich würde gerne mal hier drüber schauen. Hier da oben. Kennt ihr das, was Böses? Das ist meistens so die Ruhe, ne? Die Ruhe vor dem Sturm. Was haben wir alles dabei? Das hätte ich doch alles daheim lassen können. Vor allen Dingen den Zement. Oh man. Und jetzt sterben. Geh fort wie so ein. So, jetzt bin ich gespannt. Was kommt hier oben? Das war noch nichts, außer ein Berg. Triceratops. Drüben ist Wasser. Ist es vielleicht doch der See hier?
Ah, dich. Wartet. Gut. Nee. Hallo? Ist ja wieder so ein. Aha. Okay, jetzt. Wo ist mein Bett? Ich habe ihn nicht mitgenommen. Haha, bin ich doof. Ich bin so doof. Ich hab den nicht. Ich hab den drin gelassen. Ah, wie kann man? Obwohl, schau mal hin, wenn wir noch mal machen. Vielleicht ist er denn uns trotzdem zugetan. Der sieht gut aus. Ich bräuchte. Warte mal, und wenn ich. So wie hier, mag er nicht, ne? Und ich habe noch nicht mal ein anderes Fleischding. Oh, Gott sei Dank. Haben wir die Glück gehabt. Was ist denn das für ein Level? Wahrscheinlich ein ganz, ganz kleiner. Folge mir. Obwohl, Level 12. Ja, jetzt verhungerst du natürlich, ne? Deswegen müssten wir. Achso, wartet mal, ich muss dich mal einstellen. Freund Blase. Verhalten. So, bist auf. Aktiviere dein Verhalten. Dein Ziel angreifen. Doch, das lassen wir mal. Mittel ist in Ordnung. Nee, das lassen wir mal alles. Mhm. Ist in Ordnung. Komm mit. So, wir brauchen für dich ein bisschen Fleisch, ne? Wenn ich einen Gubbel sehe, dann ist er dran. Aber ich habe niemanden gesehen. Hauptsache, du verhungerst mir nicht. Das sieht doch nichts, ne? Gar nichts. Vor allen Dingen, wenn ich. Wenn ich so einen Kumpel angreife, wird er sich natürlich mit draufstürzen, ne? Also. Wo hängt er? Folge mir. Warte. Huch. Der ist so getarnt. Den sieht man gar nicht. Wie heißt du? Was bist du? Ach, das steht dann gar nicht mehr dran. Wenn ich den Namen ändere. Mhm. Du bist gegrilltes Fleisch verdorben? Nee, bitte nicht. Es ist lieber. Hm.
Es ist aber hier wirklich so ruhig gerade. Macht mir ein bisschen Angst. Wir werden denn trotzdem auf Jagd gehen. So ein bisschen Zufall, ne? Und vor allen Dingen, mich wundert es, dass er so schnell gezähmt wurde. Ich meine, ich finde es gut. Vielleicht werden wir ja besser. Oder weil wir schon. Ja, wir haben auch nicht. So einen haben wir nicht schon mal. So einen hatten wir nicht. Wie kriegen wir den? Ach ja, wie kriegen den? Die Frage ist, wir lassen den schon davor, ne? Wir lassen den wieder hier vor dem. Vor den Kisten. Hier lassen wir ihn wieder stehen. Halt! So, mein Freund, ich hol dir Fleisch. So, und das andere hauen wir jetzt in die Kühltruhe. So, ich gebe ihm gleich mal. Ich meine, ich glaube nicht, dass er gleich verhungert, aber ich bin da ein bisschen. So, pass auf, hier bitte schon. Das ist er doch, ne? Ich sehe es zwar noch nicht. 589,1. Männlich? Okay. Normalerweise, was soll der sonst fressen, außer Fleisch? Fisch halt noch, eventuell. Gut. Her damit. Ach, wir haben noch Barren drin, jetzt sehe ich's. Oh, das wäre natürlich was gewesen, ne? Ach, brauchen wir hier auch Zündpulver? Wartet mal. Ich glaube, hier brauchen wir auch Zündpulver. Wir haben natürlich wieder keinen Stein mehr. Wartet, wir holen ein bisschen Stein. Hui. Gut. Warte mal, das nehmen wir noch mit. Okay. Aber wir müssten auch noch was trinken. Ich verstehe nicht, warum manchmal das Wasser da weg ist. Was denken ihr, woran das liegt? So, schauen wir, ob das Zündpulver hier am Ende was bringt. Ja, keine Ahnung. Stimme hier. 20 oder was weiß ich.
Und raucht das Ding jetzt? Ein bisschen rötlich, ne? Der da drüben. Schaut hin. Schön. Gut, das gefällt mir. Ich habe, glaube ich, habe ich noch ein bisschen. Aber ich glaube, wir haben noch ein bisschen Holz dort gehabt. Ich hau noch den. Oh ja, das ist hier kaum was. Gott, das ist hier kaum was. Das ist ja gar nichts. So. Zement. Was haben wir noch? Steinfall. Okay. So, jetzt ist die Frage. Wie geht's weiter? Jetzt haben wir. Wir schauen nochmal runter, ob seine Nahrung in Ordnung ist. Ich glaube schon, um ehrlich zu sein. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ja. Naja. Wir Nahkampfschaden. Mein Fleisch ist doch super, oder? Wir könnten noch Fisch probieren. Weiß ja nicht, ob welche da ist. Doch, hier. Wo sind? Oh man. Das ist ein Piranha, oder? Piranha, richtig? Oh. Die Zähne, ne? Wow. Die hat uns ganz schön eine reingewürgt. Die hat uns ganz schön eine reingewürgt. Fisch mag er lieber. Irgendwie. Na gut, wie du willst. So, du bist hier unser Wachhund. Ja, aber du bist eigentlich gar kein Wachhund, richtig, weil du greifst ja immer nur mein Ziel an. Ne? Ah, das ist verrückt. Hau ich ihn aber rein und mache ihn aggressiv, bringt ja auch nichts. Wieso laufe ich eigentlich so langsam? Wegen meiner Gesundheit? Kann das sein? Und so langsam? Oder? Ah, ich. So, jetzt. Das ist die richtige Geschwindigkeit. So, jetzt haben wir da drüben einiges wieder, ne? Fliegt Elehand, dort ist Wiss, dort ist Wiss. Okay, so, wir wollten dort auf alle Fälle weitermachen mit. Ne, wir brauchen Holz wieder, ne? Wir brauchen eindeutig Holz, denn wir haben nirgends mehr Holz drin, richtig? Wir holen also Holz, dann werde ich alles hier rein. Denn Fasern und Stroh. Noch mehr Stroh. Obwohl, Stroh. Warte jetzt mal kurz. Und Fasern. Haben wir da nicht eine extra Kiste dafür? Moment mal. Entschuldigung. Können spüren. Zumindest über Fasern.
Wo haben wir denn den Zement hin? Erstmal. Ja, haben wir da vorne. Jawohl, ob hier vorne noch was reingeht? Bisschen Zement? Ja. Okay. So, den Bogen brauche ich erstmal nicht. Aber so eine Bola wäre, um ehrlich zu sein, doch ganz schön noch. Bauen wir uns dann noch einen, ne? Und wisst ihr, was wir machen? Wir nehmen einfach unseren Freund mit. Wir nehmen einfach unseren Freund mit. Können wir eigentlich die Türe auch aufmachen? Wenn ich drauf sitze? Nee. Geht es? Es geht. Kann ich die dann wieder zumachen? Folge mir. Folge mir. Mal schauen. Das ist kaum zu glauben. Wollen wir hier Rinder? Hier hinten ist doch auch allerhand. Stehen doch alle hinten rum, oder? Komm, wir dünnen hier mal ein bisschen aus, oder? Obwohl, nee, hier nicht. Ehrlich zu sein, hier irgendwie nicht. Wo ist er denn hin? Hier irgendwie nicht. Hier oben vielleicht. Nein, das war jetzt nicht so clever. Oh ne. Oh ne. Weg. Was war denn das? Achso, ist unsere, ne? Oh. Nee, der Vogel dort macht mir Angst. Der Vogel dort macht mir Angst. Hier ist gar nichts an totem Holz, ne? Ich habe gedacht, wir finden ein bisschen totes Holz. Könnte vergessen. Halt! Nahrung sieht noch gut aus.
Oh. Das ist natürlich hier. Oh. Wunderschön. Wunderschön. Komm, ich schau noch mal wenigstens oben hin. Ob wir Frist uns nehmen. Wir hätten vielleicht unseren Kleinen mitnehmen sollen. Ja. Wie ist denn das, wenn ich. Folgen wir dann alle beide? Das kann natürlich sein. Folge mir. Nur für alle Fälle, wisst ihr? Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist, unseren Para da unten schutzlos stehen zu lassen. Das ist ein bisschen romantisch hier, ne? Hast du das jetzt eigentlich gefressen? Nö. Ist natürlich blöd, wenn ich dich mit dabei habe, ne? Dann kann ich halt kein Fell. Dann stürzt der sich einfach mit drauf. Dann müsste ich ihn passiv machen, ne? Dann höre ich ja dann gar nichts. Das ist ja blöd, ne? Das ist ja mehr als blöd. Das ist richtig schön. Da hinten ist noch ein Wasserfall. Schön. Wir müssen aber wieder zurück. Es wird dunkel. Das ist eine tolle Ecke hier. Merkt ihr euch mal? Direkt beim Obelisk. Ist hier nur so ein ganz kleines Häuschen. Kleines Lehmhäuschen. Aber ich möchte eigentlich weiter weg. Wir schauen mal, ob es noch so eine schöne Stelle irgendwo anders gibt. Oh, hier kann er mir auf keinen Fall folgen. Hier kann ja ich nicht. Hier komme ich ja kaum hinterher. Wir schauen, ob er mir hinterher kommt. Von dir Chitin, das wäre natürlich auch ein Ding. Aber wenn man, ich weiß es nicht, wenn der mitmacht. Wo ist jetzt mein Para? Transport. Wir gehen wieder zurück und gehen weiter oben. Also. Ich meine, wir könnten dir tatsächlich auch ein bisschen Leben noch geben. Das ist wohl wahr. Was ist denn eigentlich dort oben? Ja, da kommen wir nicht hin.
Da kommen wir nicht einfach so hin. Dann müssen wir rüber. Naja, und das dann im Dunkeln. Wenn es jetzt noch schönen Tag wäre, würde ich es tatsächlich machen. Im Dunkeln. Dorthin. Bin mir nicht sicher. Aber er hat schon gut Ausdauer, schaut mal hin. Wie lang es dauert, bis die Ausdauer weg ist. Aber das war cool, oder? Mit den. Oder wollen wir? Es ist. Ja, es ist. Wir ruhen uns mal kurz aus. Ja, es ist echt doof hier. Oben. Ah, ein Kubbel. Versuch's mal alleine dorthin zu kommen. Halt! Hier nicht. Hier komme ich nicht drauf. Hier komme ich. Ach, das ist unten. Ganz gut, ne? Ich weiß ja nicht, ob wir bereit sind. Sind wir. Bekommen ein Höschen. Eine Giliose. Was bedeutet das? Schutz gegen Unterkühlung, Schutz gegen Überhitzung 35,7. Wow. Das Ding ist ja super. Rüstung 37. Wow. Ich traue mich gar nicht, das anzuziehen. So, finde ich euch jetzt wie. Moment. Hatten wir das hier schon? Wir hatten das schon, ne? Die hatten wir schon. Die Notiz hier. Hier waren wir sogar schon mal. Helena, ja genau, ich kann mich entsinnen. Ich kann mich entsinnen. So, wo habe ich euch denn geparkt? Meh. Irgendwo. Irgendwo. In eine Sackgasse rein habe ich euch geparkt, das weiß ich. Oh man, die finde ich doch nie wieder. Folge mir. Wo habe ich euch geparkt? Ich suche alleine. Das braucht jetzt nicht mit anzuschauen. Das ist übel. Boah, ich weiß echt nicht. Ich weiß nicht mehr, wo. Es war auf alle Fälle eine Sackgasse hinten rein. Hier auf keinen Fall. Wo ich jetzt laufe. Das weiß ich auch.
Wir sind irgendwie von hier gekommen und dann so rein, oder? Oh man. Oh man. Euch zwei. An euch zwei bin ich vorbei, oder? Und dann? Hier durch? Nee, noch nicht beim Ansatz. Oh, schön. Schön beleuchtet alles ist. Ja, denke. Also ich glaube nicht, dass wir... Was fehlt uns eigentlich an Material? Feuerstein, Stein. Das könnten wir uns sogar... Meister! Meister Dodo! Hast du ein Parag gesehen und ein nicht? Okay. Ja, es war ja nur eine Frage. Ah! Ah! Aber da greift er dann nicht mit an, wenn er im... Warum auch immer. So. Ja, Gesundheit könnten wir ihm auch geben. Aber machen wir nochmal Nahkampfschaden. Folge mir. So. Ich muss schauen, dass wir wieder zurückkommen. Könntest du uns nicht vor den Füßen rumdrehen? Ich komme nicht vorbei. Ja, ich weiß, dass du ein bisschen stinkig bist. Das wird dein Freund... Ich brauche noch ein bisschen Fleisch. Aber ich glaube, ich brauche gar keins, um ehrlich zu sein. Das war am Ende sinnfrei. Ja, jetzt regnet es natürlich. Ne? Geht's hier runter? Wo müssen wir hin? Ey, folgt uns? Bleibt da drüben, sehe ich ganz viel Licht. Ah! Eine Runde gefallen. Nicht schlecht. Nicht schlecht.
So, hier irgendwo hätten wir noch einen Baumbestand, glaube ich. Hier vielleicht? So. Was habe ich denn jetzt noch alles drin? Ach, den. Bitteschön. Bitteschön. Die Hose, ne? Okay. Ich gebe dir mal alles rein. So ein bisschen. Das schwer macht. Ja, die Steine. Steine brauchen wir jetzt, um ehrlich zu sein. Achso, die können wir auch, warte mal. Fallen lassen. Die brauchen wir jetzt nicht. Okay. Muss natürlich jetzt auch noch schiffen. Runterregnen, bis das Zeug hält. Damit man so gar nichts sieht. Wir machen dann aber, um ehrlich zu sein, gleich Schluss. 38. Bitte. Wir haben ja schon alles wieder hier abgeholzt. Hey. Waren es über, ne? Das Kamel war es, glaube ich, über. Alles klar? Probleme? Kamel in der Wüste. Das weiß auch schon wieder. Hierhin könnte man nach. Ich hätte schwören können, das ist der. Oh, jetzt wird es wieder heller. Dass da irgendwo was war, wo mehr Bäume standen. Nur. Frickt mich. Ich weiß es nicht mehr. Grätscht uns immer ein bisschen vor die Füße rum, ne? Sind wir hier schon ganz schön weit im Dschungel. Alles klar? Meister. Hier sieht's mau aus. Hier vielleicht. Achso, ich habe gedacht, das ist noch nicht ganz so weit. Wir können schon aufsteigen, wisst ihr. Aber es ist noch nicht ganz so weit. So gut wie.
wird schon wieder morgen, ne? Dann können wir tatsächlich das nächste Mal wieder ein bisschen erkunden. Wir schauen mal kurz auf die Karte, ob wir noch was freigemacht haben, als wir da raufgelaufen sind. Ja, sieht man schlecht. Ich frage mich halt, was der See da in der Mitte ist. Wisst ihr? Dieses See bei 35, 75. Das muss ja außenrum. Oder ist das eine Insel? Nee, ist ja Quatsch. Das ist ein See. Blau ist doch Wasser. Ne? Natürlich ist Blau Wasser. Das ist das Ufer und dann kommt eine Insel und dann teilt sich so rüberwärts. Ne? Man denkt, dort, wo wir Rinde sind. Na gut. So, was machen wir? Oh, Nahrung. Was ist wieder weg? Komischerweise. Ich geh noch ein bisschen in Gesundheit. Das lassen wir nach. Wasser bräuchte man halt. Obwohl. Nee, Wasser geht. Wo ist denn unser Freund? Nee, dich nicht. Dich suche ich nicht. Ich suche unseren großen Freund, der eigentlich gar nicht zu übersehen ist. Ja. Sag mal, haben wir die nicht mit dir runtergenommen? Trotzdem nochmal die Fackel an. Heute suche mal. Das zweite Mal suche ich heute schon. Hin, schau mal hin, wie schön die Lichtstimmung ist, ne? Wie die da reingeht. Ja, aber das nützt ja nichts. Wo ist. Da muss doch hier in der Nähe sein, oder? Ja, hier sind wir völlig falsch, sehe ich gerade. Beide vorne, oder? Hier ist so. Irgendwo. Oh man. Wirklich. Wo ist? Ich habe ihn verloren. Ich suche ihn wieder alleine. Ich wüsste noch nicht mal, wie gesagt, ne, noch nicht mal im Ansatz. Wüsste ich. Sieht alles für mich alles gleich aus. Ich glaube, wir sind weit von ihm weg, gerade. Ich wüsste gerne, wo wir hergekommen sind. Hier vielleicht so durch. Dann hier vielleicht so.
So, hier weiter. Nee, dann hätten wir ja hier die Bäume noch mitgenommen. Nee, also. Nee, nee, nee. Wie geht's denn dir eigentlich? Dem geht's gut. Ach, wisst ihr, wo wir sind? Wir sind bei unserer alten Hütte. Ja, aber es ändert noch nichts an der Tatsache, dass ich ihn nicht gefunden habe. Wir sind bei unserer alten Hütte. Oha. Der ist aber auch, ne, Gott sei Dank hat der so einen Sattel auf, sonst hätte ich den gar nicht gefunden. Der ist aber auch getarnt. So, Meister Petz. Zweite Mal suche ich dich schon. Komm mal mit. Hier waren doch jetzt eigentlich ganz viele Bäume, ne? Nehmen wir mal die hier. Ja, jetzt merkt man, es ist schon schwerer. Jetzt geht es schon langsamer. Ich glaube, das wäre das Letzte, weil ansonsten dauert es ewig, bis wir wieder zurückkommen. Und ich weiß ja auch gar nicht, wie viel wir überhaupt Holz noch brauchen. Ja doch, wir brauchen schon noch ein bisschen. Wir brauchen schon noch ein bisschen. So, das reicht aber bei weitem. Ich glaube, der muss sowieso ziemlich lang. Oh, nee, du bist zu langsam. Warte mal, dann tue ich noch was bei mir rein. Und das hier. Und das hier. Und das hier. Okay. Habe ich das ein bisschen schneller geht. Was? Immer noch so langsam? Ich habe es vorhin schon gemerkt. Wir können. Warte mal, kannst du was tragen? Tut mir leid. Muss dich leider mal ein bisschen zweckentfremden. Oh, das war ein bisschen viel des Guten. Auch noch ein bisschen viel des Guten. So, zack und zack. Das reicht. Nehme ich ein. So, dann kann ich von dir. Nee! Ich muss ja noch was raus tun. Oh man. Okay. Reicht das jetzt? Das ist ein bisschen schnell. Ja. Okay. So, wir sehen uns dann. Eigentlich brauchen wir uns gar nicht mehr zu sehen. Das Ganze hätte ich auch wegschneiden können.
Oder wollt ihr noch mit zurück? Also ihr könnt jetzt, abschalten, ne? Wer abschalten möchte, schaltet jetzt ab, weil ich laufe jetzt nur noch zur Basis zurück. Dann parke ich unseren Freund, stelle mich auf unsere Veranda und gut ist es. Wird man unseren Freund mit reinnehmen, oder? Na, komme ich hier überhaupt durch? Das ist die große Preisfrage. Jetzt schon wieder? Ach was. Ich könnte unsere absolute Hitze... Oh, da ist schon wieder ein Vogel. Sehen. Idioten. Gerade jetzt. So. Dann schauen wir. Dass wir reinkommen. Nee! Au! Was machst denn du? Nee. Du sollst... Hä? Tür öffnen. Oh, manchmal. Da hüpft er einfach runter. Halt! So, ich trinke was. Dann parke ich unseren Freund. Wir schauen nochmal nach dem Federvieh. Scheint sich tatsächlich wieder vom Acker gemacht zu haben. Halt! Und ich sag ciao, ciao. Achso, halt! Wir werden... Achso. Wir werden noch sein Zeugs raustun. Nicht, dass ihm noch was passiert, wisst ihr, und dann, ne? Wisst ihr, wie es ist. Wieso ist jetzt hier? Ach so! Bin völlig falsch. Was soll ich jetzt hier rein? Ich wollte doch hier. Ich war jetzt so in Gedanken schon. Das ist ja. Da hätte ich gleich die Faser reintun können. Okay. Ne, die Faser lassen wir mal. Vielleicht müssen wir. Die brauchen wir sowieso irgendwie. So, ich sag derweil ciao, ciao. Und wir sehen uns ein andermal wieder. Ach so, wir könnten ja mal. Unseren Freund. Schaut hin. Damit ihr immer seht, den bärtigen Gesellen. Nett. Er ist schon schön. Wir haben echt ein schönes Häuschen. Also, mir gefällt's. Bräuchte hier so eine Glaswand noch. Okay, ciao, ciao.